Sehr geehrte Damen und Herren, es ist alles in Ordnung. Die Präsentation von Wojtek Sternok. Es gibt so Persönlichkeiten, die uns sehr stark beeinflussen. Für mich war das Professor Jerzy Olek, aber auch Stefan Wojdecki, der war Dozent an der Akademie der Künste in Poznań. Und für Wojtek sind die beiden Personen auch ganz wichtig, wie ich es erfahren habe. Und jetzt hat Wojtek das Wort, Wojtek Sternok, im Programm. Diese Installation heißt jetzt in Richtung oder gehen. Das ist auch gewidmet an Jerzy, aber auch an Professor Wojnecki, der war auch einer der Vorreiter der Fotobildung in Polen. Er war auch bei Labyrinth, auch bei der ersten Edition in Subice war er auch dabei. Vielleicht werde ich ohne Mikro sprechen. Kann man mich dann hören? Ich bin auch ein Dozent, vielleicht schaffe ich das auch ohne Mikro. Stefan Wojnecki. Oh nein. Stefan Wojnecki hat vorgeschlagen eine Installation in Richtung von Nirvana. Da wurden auch gewisse Formen in Rauch im Raum projiziert. Das hat geschaffen, ein Tunnel wurde da entwickelt. Aber die Formen, die projiziert werden, das sind ausgewählte Werke von Jerzy aus dem Zyklus Die andere Seite. Meistens gehört das zu der Reihe Die andere Seite. Und jetzt zu dem Vortrag von Marta Smolinska zurückzukommen. Das hat uns eingeführt in diesen Raum. Hier auch spielen hier eine gewisse Rolle. Es gibt auch Musik. Es gibt auch Schamanrhythmen. Die wurden modifiziert. Ich will das jetzt hier nicht erklären, die Einzelheiten, wie sie das Es ist je nachdem, wie Sie das empfinden, eine technische Anmerkung zu der Besichtigung. Sie können in die andere Seite des Tunnels laufen, aber das ist nicht empfehlenswert, weil es ist dunkel dort und man kann dort Sachen bemerken, die uns enttäuschen werden, wenn es darum geht, was drüben passiert. Deswegen die beste Form der Besichtigung dieses Werkes, was ich Ihnen zeigen werde, ist, man sollte in der Tür stehen, im Licht, in diesem Lichtformgang, und dann kann man sich betrachten im Spiegel. Also das kann man einzeln machen oder mit mehreren Personen. Aber gehen Sie bitte nicht weiter, gehen Sie bitte nicht weiter, der Raum ist klein und dieser Rauch mit Licht verbunden, auch die Musik und die Lichter blinken, und das kann vielleicht nicht so ganz angenehm sein. Aber das ist ganz wichtig, dass Sie das hier machen. Wie viele Personen passen rein? Drei, vier Personen kann man so in der Tür stehen und dann sich das dann betrachten im Spiegel. Und noch etwas, was ich zum Schluss sagen kann, das betrifft nicht meine Ausstellung, aber ein Gedanke, was mich begleitet seit langer Zeit, das wurde noch nicht in der Einführung, wurde das nicht thematisiert, aber ich möchte das auch sagen, weil ich kann das nicht mehr alleine tragen. Ich wollte Postul anfordern, dass ab der nächsten Edition jedes Labyrinth auch den Namen hat von Jerzy Olek, also Festival mit Jerzy Olek. Festival der neuen Kunstlabyrinth. Das ist mein Vorschlag.